Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem ersten Türchen. Ich freue mich so extrem. Für mich ist es jetzt morgens. Ihr seht das Video heute Abend um 20 Uhr. Generell werden meine Türchen immer um 20 Uhr jeden Tag hochgeladen bis einschließlich zum 24. Dezember. Ich hoffe, ihr seid ready. Es wird kein komplettes Workout. Meine Türchen sollen wirklich nur Anregung sein. Meine Türchen sollen Hauptsache ja, einfach Bewegung sein, Ansporn zum Bewegen und einfach, ja, es soll einfach Spaß machen. Wir werden uns steigern von Türchen zu Türchen, aber aus gegebenem Anlass muss ich ein wenig langsamer starten. Das heißt, ich musste auch ein bisschen umplanen. Ja, ich habe mich leider verlegen. Ich denke mal, einige werden es mitbekommen haben durch meinen Food Haul, der heute online kommt. Falls nicht, verlinke ich euch den gerne unten nochmal. In Absprache eben mit meinem Arzt, Bewegung ist nämlich gut, habe ich mir überlegt, okay, was könnte ich denn für Bewegung mit einbauen und dementsprechend starten wir mit Aufwärmübungen. Ich habe heute drei Übungen für euch, jeweils a 30 Sekunden und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ich zeige euch die Übung einmal vorneweg und zwar los geht es mit dieser Übung hier. Wir breiten die Arme aus und dann kreisen wir 30 Sekunden nach vorne. Euer Tempo, ihr müsst nicht hetzen, ihr könnt so schnell machen, wie ihr mögt, ihr müsst aber nicht schnell machen. Wichtig ist nur, dass ihr 30 Sekunden lang in Bewegung bleibt. Also, let's go! Sehr gut, sehr schön, ihr macht das ganz toll. Ihr könnt kleinere Kreise machen, ihr könnt auch größere Kreise machen, wie ihr mögt. Wichtig ist nur, dass ihr 30 Sekunden euch bewegt. Genau. Emily feuert mich auch schon an. Sehr schön. Und da haben wir die erste Übung auch schon erfolgreich absolviert. Kommen wir zur nächsten Übung. Ich mache euch die einmal vor. Wir legen die Hände hier an die Hüfte und dann ziehen wir die Ellbogen so weit nach hinten wie geht. Ihr seht, bei mir ist da auch nicht wirklich viel Spiel. Da ist einfach was im Weg. Aber wir versuchen das 30 Sekunden lang so weit nach hinten zu ziehen, wie es uns geht. Seid ihr bereit? Dann let's go! Und dann kommen wir auch schon zur allerletzten Übung und zwar einer kleinen Dehnübung für die Arme. Diese Übung solltet ihr alle kennen und zwar strecken wir hier den Arm gerade aus, nehmen den anderen Arm und dehnen unseren linken Arm. Wir starten mit dem linken Arm und ich würde sagen, wir halten das Ganze jetzt 20 Sekunden. Seid ihr bereit? Let's go! Schön dehnen, sodass ihr die Dehnung im Schulterbereich nach unten laufen spüren könnt. Und das Ganze machen wir jetzt noch mit dem anderen Arm. Auch schön die Spannung hier halten. Und dann geht's los in 3, 2, 1, let's go! Schön tief ein- und ausatmen. Genau. Emily macht auch bald mit. Und noch 3, 2, 1. Sehr schön. Noch kurz ein bisschen ausschütteln. Noch mal einmal kurz die Schultern kreisen lassen. Und ich muss sagen, das tut mir mit meinem eingeklemmten Nerv wirklich sehr, sehr gut. Und wenn ihr mein Video gesehen habt, ich konnte mich wirklich gar nicht mehr bewegen. Ich bedanke mich jetzt erstmal, es hat mir mega Spaß gemacht und keine Sorge, es wird sich steigern. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen 1. Dezember und bis zum nächsten Türchen.